Hallo und herzlich willkommen zum 137. Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft in der C-Base in Berlin. Heute haben wir alles dabei, von Fußball über krasse Technik und die spannendsten Gesichter des Landes, aber dazu später mehr. Als erstes mal wollt ihr bestimmt wissen, wer ist die DigiGest, die digitale Gesellschaft? Das ist ein Verein, den es seit 14 Jahren gibt, und er setzt sich dafür ein, dass digitale Rechte der Menschen im Internet gewahrt werden. Was machen die so? Die machen Berichterstattung, Lobbyarbeit und Infoveranstaltungen wie heute Abend, zum Beispiel den Netzpolitischen Abend. Immer dabei der Veranstalter, die C-Base. Deswegen jetzt nochmal kurzer Hausmeisterblock. Ach nee, Moment, ich muss einmal nochmal kurz auf die sozialen Media-Kanäle der digitalen Gesellschaft hinweisen. Ihr findet die bei Mastodon. Unter dem Hashtag NPA137 für heute findet ihr die neuesten und heißesten Infos. Und da es ein Verein ist, für die meisten Leute ehrenamtlich arbeiten, sind sie sehr auf Spenden angewiesen. Sie hatten nicht mal Zeit, einen Hashtag zu machen, damit ihr direkt spenden könnt. Also guckt einfach auf der Seite nach und unterstützt sie, wenn euch gefällt, was ihr heute Abend seht. Hausmeisterblock. Bei der C-Base gilt ein Foto- und Filmverbot, da wir die digitalen Rechte der Menschen achten wollen. Das gilt nicht für Sebin, der das Ganze filmt. Aber wenn ihr nachher auf Toilette wollt, versucht, wenn ihr nicht erkannt werden wollt, dabei nicht an den Kameras vorbeizugehen. Und wenn ihr Fragen stellt, dann könnt ihr das auch so tun, denn ihr werdet nicht dabei gefilmt. Die Notausgänge befinden sich dort. Dort. Getränke findet ihr an der Bar bei dem netten Barbot des Abends. Und Toiletten sind hinten da, wo dieses grüne Licht hinzeigt. Rauchen nur draußen. So. Sehr schön. Dann, bevor es hier richtig losgeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Und zwar habe ich hier Anna Viselli, die Co-Chefredakteurin von netzpolitik.org. Und ich darf nicht meine Folien vergessen. Machen wir gleich. Sie stellt euch heute den neuen Podcast vor. Systemeinstellungen. Anna, bitte, Applaus. Okay. Jo, hallo, ich bin auch nur kurz hier, bevor es richtig losgeht, und wie bei jedem richtigen Streaming kommt zuerst die Werbung. Mich könnt ihr aber nicht so gut wegblocken, das ist total gut. Genau, ich mache ungern Werbung, weil ich das manchmal ein bisschen schwierig finde, aber ich bin relativ stolz darauf, was wir gemacht haben, weil das hat ungefähr so lange gedauert, wie eine Giraffe schwanger ist, und mit dem Ergebnis sind wir ziemlich zufrieden. Es ist nicht ganz so niedlich wie ein Giraffenbaby, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir haben nämlich einen Podcast produziert, der so ein bisschen... ja, so ein bisschen Anti-True-Crime-Format ist, nämlich es geht nicht darum, was Ermittlerinnen alles Tolles tun, um irgendwelche Morde aufzuklären oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass Menschen Eingriffe erleiden müssen vom Staat, und zwar zum Beispiel Überwachung oder Hausdurchsuchungen und sonstige Repressionen. Wir haben versucht, Menschen zu finden, die mit uns reden, die von sowas betroffen waren, und die Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus dem Aktivismus. Wir haben mit einem Geflüchteten geredet, mit einer Pfarrerin, wo man sich erstmal fragt, so, warum ist die jetzt plötzlich im Visier des Staates, und haben daraus eine Podcast-Staffel produziert. Die gibt es seit jetzt 4 Folgen, das heißt, 4 Folgen sind schon raus. 2 Folgen zu konkreten Fällen kommen noch, und danach kommt noch eine Service-Folge, was man denn tut, wenn man plötzlich genauso unvermittelt wie die Protagonistin, mit denen wir geredet haben, eine Hausdurchsuchung hat oder plötzlich die eigenen Geräte überwacht werden. Genau, das Ganze gibt es unter anderem auf netzpolitik.org/Systemeinstellungen oder, wie man immer sagt, überall, wo es Podcasts gibt, das heißt auf den üblichen schönen oder nicht so schönen Plattformen. Und das war's von mir. Ich spiele euch noch den Trailer vor und verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß. Drück. Dankeschön.
der Anfang der Kriminalisierung der Augsburg Klimagerechtigkeitsbewegung. Politik mache Abschreckung. Als die Abteilung Staatsschutz plötzlich in aller Früh in einem Kinderzimmer stand. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es gibt keinen anderen Grund. Niemand von uns wusste, worum es geht. Wir waren einfach nur irgendwie in einer Schockstarre und hatten keine Ahnung, was passiert. Sogar mein Festnetztelefon eine gewisse Zeit. Der Gedanke war, die läuten wieder morgens um 6. Also da kam sofort dieses Scheißgefühl hoch. Und dann waren die so, Moment, ich schau mal nach. Hör ich so tippen. In meinem System sehe ich hier keine Dienstaufsichtsbeschwerde von Ihnen. Ein Polizist nach dem anderen in Uniform kommt rein. Zwei Autos, mindestens drei Autos. Und der Gedanke war, irgendwas Schlimmes ist passiert. Danke, Anna, für diese positive Werbeeinblendung. Wir gucken nochmal zurück. Was gab es eigentlich letzte Woche beim digitalen netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft? Und zwar ging es um Aktivismus im Visier, Überwachung im politischen Strafverfahren. Wie es so ist, wenn man verfolgt wird von der Polizei, obwohl man nicht weiß, was man gemacht hat, sondern einfach nur mit jemandem befreundet ist, der vielleicht was gemacht hat. Das könnt ihr dann alles nachgucken auf dem Blog von netzpolitik.org beim Netzpolitischen Abend oder auf dem YouTube-Kanal des Netzpolitischen Abends. Genau, guckt euch mal an und lasst euch von interessanten Themen unterhalten.